Ich finde, ganz wichtig ist Ehrgeiz. Ehrgeiz braucht man auf jeden Fall, sonst hat alles eigentlich keinen Zweck, finde ich. Und man muss Umwege einplanen, weil man kann nicht direkt sagen, den Weg nehme ich, ich möchte genau das machen, weil das klappt meistens nicht. Das Schönste in meinem Job ist eigentlich, die Kunden kennenzulernen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, und die Bauteile kennenzulernen. Also das heißt, wofür werden die Bauteile eingesetzt, wo findet man die wieder? Das finde ich ist total spannend, richtig gut. Ehrlich gesagt finde ich keine Nachteile, weil ich ja im Moment noch wirklich neu im Unternehmen bin, alles erstmal lernen muss, lernen mit den Sachen richtig klarzukommen, richtig zu handeln alles. Also für mich ist das noch alles ganz neu und Nachteile finde ich bis jetzt noch keine. Ich bin momentan in der Ausbildung zur Industriekauffrau und ich fange praktisch bei der Warenannahme an und höre im Betrieb auf und in der Finanzbuchhaltung. Also jede Woche praktisch mache ich was anderes. Ich bin noch richtig am Lernen. Ich habe vor 2 Jahren Abitur gemacht, habe dann zwischen Abitur und der Ausbildung ein bisschen gearbeitet und dann ging es direkt los mit der Präger. Da ging es direkt zur Sache. Erstmal möchte ich auf jeden Fall die Ausbildung sehr gut zu Ende machen und dann auf jeden Fall Karriere. Irgendwas weiter in der Wirtschaft, Richtung Technik, das ist auf jeden Fall mein Ding.